klingt halt irgendwie echt so ein bisschen wie, ne, wie bei den aller Judisten so, ja, ja, mit Ron sind wir noch befreundet, so. Und alle, und was ist mit Amar? Nee, mit Alvaro bin ich doch gut, so, alles gut. Und jetzt wieder auch so, aber was ist mit Amar? Meine Freunde Sonne, und zwar hat Crymix ein Video hochgeladen auf seinem Hauptkanal vor 9 Tagen bezüglich dieser ganzen, ich meine, Amar-Geschichte. Da hatten wir ja auch auf dem Hauptkanal kurz drüber gesprochen, da habe ich ein Video zu gemacht, aber einen Schwerpunkt auf Honeypoo und den Hate, den sie abgekriegt hat, gesetzt in dem Fall, weil ich halt kein Gossip-YouTuber bin oder bedingt einer bin. Und jetzt hat Trimax ein paar Insights bezüglich der seiner Arbeit mit Amar gedroppt. Und da gehen wir rein und gucken uns das an. Fun fängt an der Stelle, ich kenne ein paar Leute, die als Freiberufler hin und wieder mal mit Trimax, aber auch mit Amar und anderen größeren Influencern gearbeitet haben. Also für die Produktion, also wenn es um Merch und totalen Stuff geht. Keine Person, die man so kennt, aber gewisse Einsichten in deren Arbeitsverhalten, in deren Work-Culture durfte ich schon genießen. Deswegen interessiert mich das alles. Wie ein Trimax hier diese Information uns darlegen wird. Wir gehen rein. Moin Leute, Trimax hier. Moin. Es ist absolut verrückt. Ich finde es auch übel, dass er meinen Namen halt fast geklaut hat, ne? Das finde ich ein bisschen schade, so, weil er heißt Max so und ich heiße Traymond. Er hat sich einfach Trimax genannt. Ich finde schon fast wie Traymond. Das ist ein bisschen frech eigentlich. Ich habe erlebt, wie viele Gerüchte entstanden sind, weil Amar bei den Allerjüdsten raus ist und im offiziellen Handelsregister kann man sehen, dass ich nicht mehr Gesellschafter und auch nicht mehr Geschäftsführer bei AMA Studios bin. Und alleine aus diesen 2 Fakten zusammen sind unendlich viele Gerüchte entstanden. Oh ja. Ich sage euch einfach, was Sache ist und wie es bei AMA ist. Es stimmt, ich bin da komplett raus, so gut wie. Wir hatten ja damals AMA Studios gegründet, weil Alvaro, sehr guter Freund von mir, absolut krasser Geschäftsführer war, unfassbar krasse Kontakte hatte. Amar und ich hatten die Reichweite und es gibt immer sehr große Margen in der Modeindustrie. Und selbst wenn jetzt Gucci ein Shirt für 500 € verkauft, wird an den Label. Die haben auch ein eigenes Mode-Label? Wusste ich gar nicht. Das pushen die aber gar nicht so stark, oder? Haben sie gepusht? Ja, eh raus. Das haben die aber gar nicht so stark gepusht, oder? Ich meine, Ola Kanda kennt man ja. Montes Merch ist halt immer noch mit das Hässlichste, was es auf dem Markt gibt, so. Noch. Der Daniel. Heißt der Daniel? Keine Ahnung, wie er heißt. TikTok kennt man den eher. Auch gerade ein Merch rausgebracht. Peso gibt's natürlich so. Aber sonst? Wusste ich nicht, dass die auch Merch haben. Ja. An den Schildern gespart, an den Nähten. Es ist innen alles so unsauber leise verarbeitet. Es ist absolut nicht das Maximum. Also da hat ganz, ganz viel überall an der Qualität gefehlt. Allein schon bei der Baumwolle, bei der Beschaffenheit des Stoffes, bei der Dicke des Stoffes. Es wird überall gespart, egal wie teuer Sachen verkauft werden. Ja. Da haben wir uns gedacht, als den Konsumenten, in dem Marktsegment nicht um Qualität geht, sondern um das Gefühl, nämlich Geltungskonsum, etwas zu besitzen, das viel Wert hat, eben nicht, weil der Stoff oder das Produkt wertvoll ist, sondern das Image aufgrund des Marketings. Und deswegen ist eigentlich, du kannst kompletten Schrott verkaufen, wenn du eine Luxusmarke bist, wenn du das richtig brandest. Supreme hat damals aufgrund von Limitationen sowas ein Siegel verkauft. Für 500 €, nee, Dollar oder so. Also es geht halt schon lange nicht mehr bei gewissen Brands um Qualität. Aber ja, das ist eine Marktlücke. Qualitativ hochwertige Produkte an Leute zu verkaufen, die sich für diese Produkte auch interessieren und gleichzeitig auch ein gewisses Image haben wollen. Markt. Machen wir geile, oversized Basic-Klamotten in absoluter Top-Qualität, aber verkaufen den Hoodie nicht für 300-400 €, sondern für 80, okay? Das war das ganze Konzept. Niemand kauft einen Hoodie für 300-400 €. Und wenn du das tust, warum lässt du nicht hier eine Subbombe da? Was ist denn los mit dir? Du hast ganz komische Spending-Habits. War ein Riesenerfolg, gleich der erste Job. Grüße, war über 1 Million Umsatz. Hallo. In kürzester Zeit. Von 48 Stunden oder sowas. Also von euch kam absolutes Vertrauen. Richtig heftig. Ich sehe heute noch Leute mit den Klamotten rumlaufen. Was ich geil finde. Also die Leute, die es gekauft haben, feiern es und gut ist. Es waren natürlich extreme Basic-Klamotten. Also wirklich, da war jetzt, wir haben das Rad nicht neu erfunden am Anfang. Das kam aber verdammt gut an.
Dann ist das Ganze gewachsen, das Team wurde größer, wir hatten Designer, wir hatten Schneider, wir hatten ein Büro, wir hatten ein ganzes Team, alle haben gearbeitet, die ganze, der Erfolg oder auch die Reichweite dazu, unsere Werbedrehs waren absolut geil, die Spots, die da gekommen sind, viel Geld dafür. Unter diesen Leuten, die sie halt ins Team dazu geholt haben, kenne ich halt ein, zwei Leute. Deswegen habe ich halt auch hin und wieder mal was von hinter den Kulissen aus der Riege gehört. Teilweise 30.000, 40.000 Euro für einen 90-Sekunden Werbeclip, aber die waren wirklich sehr, sehr geil. Das lief auch alles. Es hat alles gebockt. Es war sehr viel Arbeit. Wir haben uns sehr viel treffen müssen. Ich war 50% halt mein ganzer Content, alle Projekte, die ich habe, und gefühlt 50% waren davon AMA Studios. Es ist eine sehr anstrengende Szene, sagen wir, sehr undankbar oder sehr anstrengend, weil viele Sachen dann nicht klappen, die man möchte, und dann muss man doch noch hin und her verschieben und so. Letztendlich klappt es dann, aber dann delayed. Ihr habt es ja auch mal mitbekommen, wenn wir dann zu lange Lieferzeiten hatten. Es ist sehr viel Arbeit im Modelabel, will ich damit sagen. Und das Team wurde immer größer und dann ging es immer mehr so in Richtung, weil wir dann auch geile Designer hatten und uns das leisten konnten, immer ein bisschen mehr in Richtung Fashion. Immer gewagter. Was auch absolut krass ist. Ey, die Models bei den Fotoshootings, es sind krasse Pieces rausgekommen, die ich absolut gefeiert habe, die aber nicht mehr so zu meinem Typ gepasst haben. Zum Beispiel die eine ultra geile Lederjacke. Ich wollte gerade sagen, Trimax wirkt aber auch jetzt nicht wie jemand, der so High Fashion Sachen trägt. Der rennt halt übelst basic rum. Ähnlich wie ich. Norddeutscher halt. Wir sind halt einfach bodenständig. Er nicht, aber im Style eventuell. Bodenständig ist der Kerl schon lange. Ich meine, er ist dafür viel zu wohlhabend. Von AMA Studios. Ey, wenn Alvaro die trägt oder Gaius. Unfassbar. Es sieht so krass aus. Bei mir sieht sie auch gut aus. Auf jeden Fall. Aber es passt nicht zu mir als Typ. Auch wenn ich das geil finde, was aus AMA Studios geworden ist. Und dann wird es auch in Zukunft so sein, es wird immer wieder Basics-Klamotten geben, die ich so krass feiere. Ich trage seit 3 Jahren nichts anderes. So lange gibt es das schon? Wir hatten gar nicht mehr so viele Jobs. Nicht, um damit dann irgendwie Kohle zu verdienen oder Werbung zu machen. Ich feiere die Klamotten extrem. Und wenn ich irgendwo eine andere Marke finde, die die Klamotten ähnlich produziert, vom Schnitt, vom Stoff, das jetzt zum Beispiel der Hoodie ist, von innen nicht gebürstet, trotzdem ein dicker, schwerer Stoff, habe ich so nirgendwo anders gefunden. Wenn ich ihn finde, würde ich die Klamotten auch woanders tragen. Aber ich liebe einfach diese Basics-Klamotten. Und ist das geil? So ein dicker, schwerer Stoff? Ich feiere das irgendwie überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich fühle mich in solchen Klamotten immer so ein bisschen, ja, erdrückt, eingesperrt fast. Na gut, der Stoff ist auch ein bisschen geil jetzt. Aber generell, ich feiere das nicht so. Auch bodenständige Menschen dürfen sich stylen. Ich finde zum Beispiel die Hemden, die du kriegst, echt nice. Danke an der Stelle. Also ich style mich jetzt nicht unbedingt viel und vor allen Dingen renne ich auch nicht oft extravagant rum. Würde ich gerne eigentlich mich mal mehr trauen in solchen Geschichten so. Aber ich habe da irgendwie, weiß nicht, ich bleib immer bei so Basic-Sachen irgendwie. Auch früher nie Ringe getragen und sowas. Mittlerweile mache ich da ja auch ein bisschen mehr so jetzt. Aber weiß ich nicht, irgendwie. Ich sehe sowas aber hier oben bei mir auch kaum bis gar nicht so. Leute, die halt irgendwie extravagant rumlaufen. Das sieht man eher in Hamburg oder in Berlin oder sowas. Hier oben läuft eigentlich jeder in den gleichen North Face-Sachen rum. Alle rennen sich gleich langweilig rum. No shade an der Stelle, ist mir echt egal, wie Leute rumlaufen so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier so eine Fashion-Hochburg sind in Schleswig-Holstein. Vielleicht ist in Kiel noch ein bisschen anders, das kann sein, ne? Jetzt geht's immer mehr in Richtung Fashion, High Fashion. Verstehe ich auch total. Da will ich auch das ganze Team hinter AMA Studios überhaupt nicht im Wege stehen. Es bringt ja auch nichts, zu sagen, ich habe ein Modelabel, das ist mein Modelabel, und dann kommen da Sachen zustande, die ich dann beim Release oder so das erste Mal sehe oder kurz bevor es feststeht, dass wir die Sachen rausbringen, und ich trage sie nicht und es passt nicht zu mir. Und dann ist auch fraglich, ob es zum Großteil der Community noch passt. So hat sich dann einfach auseinanderentwickelt, was auch völlig in Ordnung ist. Deswegen bin ich als Gesellschafter und als Geschäftsführer zurückgetreten, komplett. Also ich bin raus. Wünsche aber dem Team nur das Beste und Erfolg. Ich werde die trotzdem weiter unterstützen. Es werden trotzdem Basic-Sachen rauskommen. Ihr habt es gesehen, in hellgrau, in dunkelgrau, in braun, hellblau, in schwarz, weiß. Ich trage gefühlt nur die Sachen.
großer Fan davon, auch wenn in Zukunft noch weitere Farben rauskommen, es ist für mich das perfekte Shirt, perfekte Hoodie, perfekte kurze Hose, werde ich die Sache immer weiter tragen, immer weiter bewerben und so weiter. Jetzt geht die Reise allerdings ohne mich weiter. Ich bin dennoch, weil wäre jetzt ja doof, einfach so zurückzutreten, ich habe kein Geld oder irgendwas, kein Cash. Ich frage mich, an der Stelle, ist das dann wirklich notwendig, als Gesellschafter zurückzutreten, wenn man das generell einfach nicht mehr fühlt? Als Geschäftsführer verstehe ich so. Easy. Ja. Aber auch als Gesellschafter? Oder? Gut, ich bin da nicht drin. Ich habe kein Modelabel so. Ich habe auch nur grob Verständnis dafür, wie viel Arbeit das sein kann. Wie viele andere Projekte er noch so hat. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen so. Ich hätte aber auch gerne ein Modelabel. Cash out, nichts verkauft oder sonst was, für den Rücktritt bekommen. Es ist nur so, da ist jetzt eine Firma entstanden mit einem Millionenwert. Und ich will jetzt einfach sagen, ey, macht damit, was ihr wollt, keine Ahnung. Und dann verkaufen sie in 2 Jahren die Firma für 10 Millionen und ich kriege davon keinen Cent. Deswegen habe ich einen kleinen Teil, wenn irgendwann die Firma verkauft wird, was jetzt aber gerade überhaupt nicht die Absicht ist, bekomme ich einen kleinen Teil. Das heißt, das ist meine einzige Beteiligung, die ich an AMA Studios noch habe. Ah, okay. Falls sie verkauft wird, kriege ich davon einen kleinen Teil. Damit das, was man aufgebaut hat, ja auch mit seiner eigenen Reichweite, mit euch als Community. Also würde ich das auch handhaben, tatsächlich. Selbst wenn man dann selber nicht mehr irgendwie da drin sitzt und noch dann wie den Spirit feiert oder sowas, dann zumindest, weil man ja auch einfach, ne, die Community war ja auch mit Kaufkraft mit dabei und hat das auch unterstützt und gefühlt so, dass man da dann nicht komplett einfach sagt, ja, danke für euren Support, jetzt interessiert mich das nicht mehr, so Schnee von gestern. Dass man dann da vielleicht zumindest die Möglichkeit hat, anteilig dann daran zu sich dann an finanziell dazu beteiligt zu werden. Und was man dann mit der Beteiligung macht, ist ja dann wieder einem selbst überlassen. Ich würde dann mit dem Geld dann wahrscheinlich andere Projekte dann wieder auf der Plattform für die Community machen können. Oder mal Urlaub. Einfach mal Urlaub. Ich nicht immer gefühlt vor jedem Stream da Burnout zu haben, aber Geld auch so handhaben. Komplett, dass ich davon gar nicht dran beteiligt bin. Waren auch alle fein damit. Das hat, glaube ich, Alvaro sogar selber vorgeschlagen. Das ist der einzige Grund. Habe ich alles gesagt? Weiß ich nicht. Ja. Genau, das Video kam jetzt dazu, weil es sau viele Gerüchte gibt und weil morgen ein Drop ist von AMA Studios. Könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken. Man sieht jetzt schon die Pieces auf Instagram. Ich werde mir da auch ein paar besorgen. Und es war eine geile Reise. Es ist ein absolut geiles Unternehmen geworden. Ich bin super stolz, was daraus gewachsen ist, was wir alles erlebt haben, wie wir die Produzenten besucht haben, wo wir unterschiedliche Drehs hatten für den Sommerdreh in Mallorca. Die Videos, das ist alles geil geworden. Die Klamotten, Junge. Da ist ja heute noch Leute mit den Klamotten, obwohl die sie vor 3 Jahren gekauft haben. Die Qualität, die wir verbrauchen. Macht man das so? Ich habe ja keine Ahnung. Aber macht man das dann so mit Promotion-Drehs, dass man überall hinfliegt und dann da irgendwie... War das so? Wusste ich nicht. Die haben ja dann richtig aufgedreht. Aber gut, die haben auch das Geld, ne? Und Reichweite. Muss mir Notizen machen. Wenn dann der Zeitpunkt kommt, so, ne, muss ich ja dann aufdrehen, wenn ich hier Merch. Kantig und grantig Merch oder so. Wochen haben, wurde gehalten. Also wir sind wirklich komplett im Guten auseinandergegangen. Ich bin sehr, sehr gut mit Alvaro befreundet. Und das ist es. Morgen gibt's einen Job, könnt ihr gerne abchecken. Ich find's interessant, dass er hier nochmal bestätigt, also nochmal unterstreicht, dass er sehr gut mit Alvaro befreundet ist. Was ging noch um Amar oder es heißt Amar Alvaro? Diese ganzen Gerüchte begannen doch, weil Amar in der Kritik stand, beziehungsweise weil Gutesten sich von Amar getrennt haben. Und er dann zeitgleich oder mit kurzem Delay bei AMA Studio rausgegangen ist, wo Amar ja mit ihm zusammen ja auch Gesellschafter war. Wieso spricht er denn über Alvaro und nicht über Amar? Wissen, dass dieselben ist, das nur ein Pseudonym von einmal. Ich bin verwirrt. Und jetzt bin ich live im Stream. Wir sehen uns gleich. Ja, okay. Anscheinend hat das wohl nichts zu tun gehabt mit Amar. Oder mit Amars Person. Das finde ich. Naja, wird schon ein guter Grund haben, warum alle den Kontakt zu Amar abbrechen. Hat also nicht geholfen, dieses Video, die Spekulation zu beenden. Well. Ja, Mensch. Hat wohl nicht geholfen.
Das klingt halt irgendwie echt so ein bisschen wie, ne, wie bei den Allerjüdischen, so, ja, ja, mit Ron sind wir noch befreundet, so. Und alle, und was ist mit Amar? Mit Alvaro bin ich doch gut, so, alles gut. Und jetzt wieder auch so, aber was ist mit Amar?